Hallo Leute, wir sind da auf der Vegan Planet 2016 und circa vor einem Jahr, oder genau vor einem Jahr, haben wir unser erstes Video gedreht. Wir werden euch trotzdem ein bisschen einen Einblick zeigen, wie es dieses Jahr ist und ausschaut. Und genau. Hast du noch was zu sagen? Wir werden Yoga machen, wir werden uns Vorträge anhören. Wir? Ja, wir. Du wirst auch Yoga das machen. Das werden wir dann noch heraus. Da kriegst du ein Yoga, genau. Ja, und dann natürlich essen. Wir werden sehr viele gute Sachen essen. Wir haben schon ein bisschen herumgeschaut. Von Burger über Wunschkrapfen, alles mit dabei. Eis, stimmt, Spekulatius-Eis. Falls es von euch jemand nicht her schafft, diese drei Tage, werde ich für euch alles durchkosten. Danke, Chris. Das tue ich gerne. Nee, ich bin jetzt gerade da beim Rohkoststand ich habe jetzt eigentlich geplant, hier Rohkost zu kaufen. Und es gibt mal wieder Bunschkrapfen. Und wir werden uns wahrscheinlich dann noch eine Runde verführen lassen. Also wir wollen Rohkost essen, sagen aber wieder Raw Till Bunschkrapfen. Genau, also kulinarisch. Ich lebe jetzt 15 Jahre vegan, ich habe schon wirklich viel erlebt, aber das heute hat mich wirklich schwer beeindruckt von allen Teilen. Danke vielmals. Als erstes einmal vielen Dank für die Einladung und für die einführenden Worte. Die Begeisterung, die da durchbricht, die habe ich selbst beim Schreiben auch erlebt. Also ich bin nämlich der Erfinder des Themas Natur und Mensch, sondern in dieses Buch, das übrigens heißt Der Biophil-Leitfrei, da sind eben viele Studien eingeflossen von Wissenschaftlern überall auf der Welt, die mit wenig Forschungsgeldern zum Teil, weil es ja bei dieser Forschung, wenn man die Heilkräfte der Natur erforscht, die einfach frei raus im Wald zum Beispiel angeboten werden, da kann man ja kein Geschäft damit machen. Relativ geringe Fördermittel von privaten Unternehmen zum Beispiel. Und da gibt es aber eine Unmenge von Studien. Ich habe insgesamt 150 mir angeschaut, die diese Heilwirkungen der Natur belegen. Und Kaiserschmarrn auf Lupinenbasis, stimmt's? Genau, das ist ein Kaiserschmarrn. Das ist angefangen hier mit dem, was du hier siehst. Das ist jetzt bei uns in Deutschland heißt es halt Pfannkuchen. Ja, bei uns Mannemar Pannekuchen und hier eben Palatschinken. Genau, ja, vieles ist vegan deklariert. Das ist ja ganz einfach. Das nimmt man dann einfach. Zum Beispiel zum Bio als Sahne, wir genommen haben, das Beiei, Zucker ist sowieso pflanzlich. Dann kommt noch eine Zitrone. Also, sonst haben wir jetzt nicht so viele Zutaten gehabt. Das ist das Rezept. Danke.
bin hier beim Dattelbären. Hi. Welche Dattel kannst du empfehlen? Alle. Also eigentlich alle. Ja. Die sind ja alle von derselben Palme. Der Unterschied ist der, dass es die extra soft gibt und die soft. Also ganz weich, die gibt es zergehen auf der Zunge. Die Karamell. Ja, die Karamell. Die haben auch so Karamell gekostet. Also die würde ich jetzt empfehlen. Okay. Ist das mit Kern oder ohne Kern? Ohne ist es praktischer. Ja. Dankeschön. Das ist pure Energie. Also wir haben sehr viele Sportler, wir haben sehr viele Yogis, viele Vegane, nährstoffreich. Und Kinder und Jugendliche. Wenn wir jetzt einfach anfangen, in Schulen zu gehen, Kinder und Jugendliche zu arbeiten, gesund naschen. Sehr gut. Wer mich kennt, weiß, ich liebe Datteln. Also Datteln sind für mich überhaupt Powerfood. Welche Sorte ist das? Sukari. Sukari. Danke. Von selbst erklären. Manchmal denke ich, sitze ich da davor und denke, ah nee, das versteht jetzt wieder keiner. So, es gibt im Grunde ist es aber immer so sehr, sehr interessant, dass man Veganer irgendwie so als so alberne Hippies begreift, oftmals viele Menschen. Und denen dann erzählen, ja, wie vermenschlich die Tiere und bla bla. Und plötzlich haben die Pflanzen dann irgendwie total das Empfinden und sind irgendwie total, haben Angst und warnen sich gegenseitig und haben Schmerzen und weiß der Geier. Und das war vorher nie ein Thema, aber sobald ein Veganismus in der Veganer auftaucht, werden irgendwie hart verbleibt und das Pflanzenrecht machen.